zu einer neuen TagView Podcast Show und dem dritten Teil zu meinem Huawei P30 Kamera Review. Und das ist der letzte Teil. Also wer noch nicht reingeschaut hat, sollte den ersten und den zweiten Teil auf jeden Fall mit reinpacken, so dass Sie jetzt den dritten Teil auch genießen könnt. Jetzt geht es nämlich um die Software, die auf dem Huawei P30 läuft. Ich nehme das wieder auf mit der weitwinkligen Rückkamera diesmal des Huawei P30s. Und möchte euch so ein bisschen die Software näher bringen. Es ist kein sehr ausführliches Review. Ich weiß, ich habe die ganzen Lichtmalerei-Modi alle gar nicht mit aufgezählt, die da drin sind, weil da gibt es einige, die es einem erlauben, zum Beispiel bei Autos dann die Lichtschlieren nachziehen zu lassen, um so einen interessanten Effekt zu generieren. Da müsst ihr ein bisschen was ausprobieren und experimentieren. Mit jedem Update kann es natürlich sein, dass Huawei da wieder was Neues mit reingeflanscht hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, was die Kamerasoftware alles liefert und leistet. Aber seht es euch einfach selber ganz genau an. Schauen wir uns mal das User Interface der Kamerasoftware des Huawei P30s an. Dazu öffne ich die Kamera-App. So sieht das Ganze aus. Wer noch detaillierter was erfahren möchte über die Kamera-App, der kann in mein Honor 10 Review reinschauen, weil dort existiert im Grunde genommen die gleiche App wie hier auch. Können wir mal reinschauen, eines der letzten Bilder, die ich geschossen habe. Und dann sehen wir hier ein Selfie, was ich gemacht habe mit der Frontkamera. Und da habe ich halt eben die Möglichkeit, das jetzt auch zu bearbeiten, zu verteilen, ein Herz zu vergeben, mir die Infos dazu anzuschauen, wie habe ich das Ganze geschossen, mit welchem ISO-Wert, mit welcher Verschlusszeit, ob ich Autofokus angehabt habe, Weißabgleich und so weiter und so fort. Das lässt sich hier also alles wunderbar einsehen in dieser App. Ansonsten gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie beispielsweise Notizen hinzuzufügen zu bestimmten Bildern, die man geschossen hat. Wenn man beispielsweise ein Bild von irgendeiner Pflanze geschossen hat und sich den Namen ums Verrecken nicht merken kann, kann man hier einfach eine einfache Notiz hinzufügen. Oder das Gleiche gilt natürlich auch für Leute, die man vielleicht getroffen hat, deren Namen man sich nicht so leicht merken kann. Dann gibt es natürlich in der Kamera-App selber noch ein paar Informationen oder Einstellungsmöglichkeiten, die man einsehen kann. Zum einen natürlich hier die verschiedenen Modi, Blitzmodi beispielsweise. Da habe ich die Möglichkeit, einen automatischen Blitz einzurichten, auszuschalten, die Lampe immer einzuschalten. Wichtig für viele ist vielleicht dieser Automatikmodus, der AI-Modus hier. Master AI nennt sich das Ganze. Und standardmäßig ist der glücklicherweise ausgeschaltet, würde ich auch empfehlen. Dadurch erlangt man eher natürliche Bilder, hat aber auch den kleinen Nachteil, HDR beispielsweise wird nicht automatisch ausgewählt. Wenn ihr allerdings die Master AI einschaltet, wird auch HDR standardmäßig benutzt. Ansonsten kann man hier natürlich auch wie gewohnt die verschiedenen Modi wechseln, vom Fotomodus beispielsweise in einen Porträtmodus reingehen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man tatsächlich eine Aufnahme eines Gesichtes machen möchte. Die Nachtaufnahme ist ein extra Modus, der einem ermöglicht dann, ich kann das ja mal demonstrieren, über mehrere Sekunden eine Belichtung durchzuführen und dann werden Bilder zusammengerechnet. Und je nachdem, wie dunkel es ist, macht diese Nachtgeschichte auch eine längere Aufnahme. Das lässt sich hier kontrollieren, standardmäßig automatisch eingestellt. Ihr könnt aber hier auch ein Viertel einstellen, ein Halb, eine Sekunde, zwei Sekunden, vier, fünf, 12 Sekunden, 16, 20 und so weiter und so fort. Also ihr könnt da wirklich bis 32 Sekunden hochgehen, falls ihr das möchtet. Dann gibt es noch den Blendenmodus, der ist ganz speziell dafür da, bestimmte Objekte zum Beispiel auch nah abzubilden, wie beispielsweise hier zu sehen, dieser Stromkabel. Das ist tatsächlich ein Live-Bild, das kann ich hier mal demonstrieren, hier sind meine Finger und hier ist das Kabel. Und ja, das ist also tatsächlich dann auch dieser Hintergrundunschärfe-Effekt, den man hier zaubern kann. Ansonsten gibt es noch den Videomodus. Dort gibt es natürlich auch einige Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen hat man hier die Möglichkeit, die Farben auszuwählen, wie schon im Fotomodus auch, standardkräftige Farben oder weichere Farben. Und natürlich den Blitz ein- und auszuschalten, beziehungsweise die Lampe an- und auszuschalten. Sachen Einstellungsmöglichkeiten können wir hier die Auflösung wählen. Wir sehen hier 16:9 bei 1080p. Wir können allerdings auch hochgehen, weil auf 4K, wenn wir allerdings auf 4K hochgehen, ist der Bildstabilisator ausgeschaltet. Wir können natürlich auch auf Vollbild gehen, 1080p, und haben hier noch 21:9 in 1080p und 720p in 21:9 oder 16:9. Bildrate lässt sich hier auswählen, die ist standardmäßig auf automatisch gestellt, aber wir können hier zwischen 30 und 60 Bildern auch
auswählen, falls wir das denn wollen. Das gilt allerdings dann nicht für 4K. 4K 60 Bilder ist nicht möglich. Ansonsten lässt sich hier der Codec einstellen, standardmäßig ist H.264 aktiviert. Ihr könnt aber auch auf den etwas kleineren H.265 setzen, falls ihr schon eine Editiersoftware habt, die es euch ermöglicht, das wunderbar zu editieren. Das sind jetzt so die Videoeinstellungen. Die Fotoeinstellungen will ich gar nicht so weit zeigen. Die sind im Grunde genommen fast gleich. Standort-Tag lässt sich hinzufügen, sodass ihr wisst, wo ihr das Foto geschossen habt. Es lässt sich auf die Speicherkarte ablegen. Es gibt eine Sticker-Funktion, die eben bei der Rückkamera bei aufgenommenen Fotos dann auch immer sagt, dass das eben mit einem Leica, mit der Leica-Kamera gemacht worden ist. Also das sind so die Möglichkeiten, die ihr hier habt. Stummmodus gibt es auch noch, was ihr einstellen könnt. Ansonsten gibt es noch den Pro-Modus, den finde ich recht gut, weil hier könnt ihr wirklich alles Mögliche einstellen, also auch für den Fotografen unter euch eine gelungene Geschichte, weil hier habt ihr die Möglichkeit, ISO-Verschlusszeit, eine Belichtungskorrektur oder auch den Fokus- und Weißabgleich einzustellen, so wie ihr das lustig haben wollt. Sogar das Metering lässt sich hier einstellen, da kann ich also hier die verschiedenen Metering-Modes durchgehen von, ich glaube hier mitten betont auf Spot betont, ne, das ist Spot betont. Und das ist so, glaube ich, ausgeglichen. Ich habe keine Ahnung. Also da habt ihr die Möglichkeit, das auf jeden Fall einzustellen. Es gibt dann natürlich noch mehr Spielereien, die man hier in einem Extra-Menü aufrufen kann. Dazu zählen Monochromaufnahmen, HDR-Aufnahmen, Filter, diverse Filter, die man einsetzen kann. Hier gibt es zum Beispiel den Valencia-Filter, den man einsetzen kann. Und ihr könnt natürlich noch weitere Filter hier einfach auswählen. Filter Detailgrad könnt ihr hier auswählen, wie stark soll das Ganze dann wirklich funktionieren. Und natürlich den Filter selber lässt sich hier auch wählen. Nostalgie beispielsweise, Dämmerung. Das lässt sich also alles hier wunderbar einstellen. Verschiedene Filter stehen einem zur Verfügung. Dann gibt es natürlich auch noch Panoramamodus, Lichtmalerei für die Leute, die tatsächlich im Dunkeln mal Lichtmalerei machen wollen. Momente ist eine interessante Idee. Hier wird es auch nochmal erklärt. Da werden also im Grunde genommen ganz, ganz kurze GIF-Animationen aufgenommen, als Bilder abgespeichert, um ein bisschen was mehr Leben reinzubringen. Es gibt natürlich noch Dokumente, die abfotografiert werden können. Dann wird ein bisschen was mehr auf Kontrast Wert gelegt und ja, so eine Art Scan-Funktion für das Smartphone umgesetzt. Wir können noch weitere Effekte hinzufügen. Es gibt eine Zeitlupe, es gibt ein AR-Objektiv. Das sieht dann so aus, dass tatsächlich jetzt hier die Frontkamera aktiv ist und ich tatsächlich ein sehr interessantes Video aufnehmen kann als Eidechse. Oder natürlich mein Lieblingstier, der Pinguin. Und dann seht ihr mich so ein bisschen, wie ich hier reinquatsche. Ja, das ist also auch eine nette Geschichte, aber auch nichts Großartiges. Zeitraffer, Sticker können hinzugefügt werden zu einem Bild. Hier seht ihr mich auch wieder und ich kann dann hier zum Beispiel ich bin hier und meine Temperatur beispielsweise hinzufügen. Das lässt sich natürlich auch frei konfigurieren. Hier gibt es also noch weitere Möglichkeiten, Sticker hinzuzufügen und über Essen beispielsweise, über die Stimmung und so weiter und so fort. Also das sind verschiedene Möglichkeiten, die in dieser App einem zur Verfügung stehen. Und wie kommen wir jetzt hier zurück? So. Es gibt natürlich auch noch duale Anzeige. Das ist neu, das kam erst mit einem Update hinzu. Das ermöglicht euch quasi zwei Aufnahmen zu machen. Ihr seht jetzt hier, weil wir ja eine Triple-Kamera hinten haben, hier wird die etwas weitwinkligere Kamera gesetzt und hier wird dann die Zoom-Kamera gesetzt. Und hier habe ich zweimal Zoom eingestellt. Ich kann aber auch auf dreimal gehen oder sogar fünffach Hybrid-Zoom gehen und kann dann eine Aufnahme machen, und zwar Videoaufnahme. Das ist vielleicht für all diejenigen interessant, die spezielle Videoaufnahmen machen wollen, wo man quasi den in der Mitte sich befindenden Eindruck des Bildes hier nochmal vergrößert darstellen möchte. Das geht halt auch wunderbar, ist ein neuer Modus, der mit hinzugekommen ist, der auch angeteasert worden ist vorher. Wenn ich auf Hinzufügen klicke, gibt es dann halt noch weitere Optionen, die hinzugefügt werden können. Jetzt in dem Fall habe ich bereits Sticker- und Dokumenten-Optionen hinzugefügt. Das sind so die Einstellungsmöglichkeiten und Möglichkeiten, die man benutzen kann. Das Tolle an der ganzen Kamerasoftware ist, die lässt sich auch bearbeiten. Ich kann hier auf Bearbeiten klicken und habe dann die Möglichkeit, ja, Sachen zu löschen, wie Dokumente und Sticker, aber auch anders anzuordnen, sodass ich die schneller finden kann. Das ist auch eine sehr, sehr nette Informationsmöglichkeit. Des Weiteren gibt es noch den Informationsmodus, der auch nochmal allen Laien erklärt, was jetzt welche Option dann tatsächlich auch macht. So gibt es zum Beispiel auch eine Super-Makro-Funktion, die benutzt werden kann. Und
Das im Grunde genommen die Software. Ihr könnt hier also eine ganze Menge einstellen. Ihr habt die Möglichkeit, hier verschiedene Sachen zu machen. Es gibt hier diese Option noch zusätzlich, die einem ermöglicht, Objekte zu erkennen und dann für Shopping irgendwie was zu erkennen. Und jetzt hat er was erkannt. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich habe ich die Kamera kaum bewegt. Er meint auf jeden Fall, was erkannt zu haben. Das war jetzt Shopping und hat jetzt ähnliche Artikel gesucht. Ich weiß nicht, ob er da was gefunden hat. Kabel hat er wahrscheinlich gescannt. Es gibt hier noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Kalorien. Also falls ihr irgendein Produkt habt, ein Joghurt oder sowas und wollt wissen, wie viel Kalorien der hat, könnt ihr das hier mit ganz einfach auswählen. Ansonsten gibt es noch Identifizieren. Da kann man Objekte identifizieren lassen. Und dann wird jetzt in dem Fall auch irgendwas erkannt, was, glaube ich, nicht so ganz stimmt. Aber ja, das lässt sich hier durchführen. Das ist also auch eine nette Geschichte. Was ist das hier? Übersetzen. Das ist also auch eine Möglichkeit, um bestimmte Texte übersetzen zu lassen. Habe ich hier irgendwas, was ich übersetzen kann? Ich suche mal was raus, was man übersetzen könnte. Hier steht zwar eigentlich auch schon drauf, was es ist, aber vielleicht kann er hier ja irgendwas finden, was er übersetzen kann. Und dann sehen wir, ja, er übersetzt dann tatsächlich was. Standard 100 steht da. Das heißt, das Chinesische hier hat er übersetzt. Also das klappt auch wunderbar. Also eine extra Funktion, die schon in der Kamera eingebaut ist, was ich gut finde. Und ansonsten gibt es noch einen QR-Code-Leser, der auch bereits eingebaut ist. Also das auch eine nette Geschichte, wie ich finde, dass sich natürlich auch in Einstellungen auch nochmal einstellen lässt für den QR-Code beispielsweise. Also die Kamera-App insgesamt eine ziemlich gelungene App, wie ich finde, und auf dem Stand von eben dem typischen Huawei oder Honor Smartphones. Eine so grundsolide Kamera, wie ich finde, mit dem Pro-Modus hat es halt eben sehr, sehr viele Vorteile, die man dann einsetzen kann, um halt ein Foto so zu gestalten, wie man denn gerade möchte. Der Master AI-Modus, ich hätte mir vielleicht noch einen automatischen HDR-Modus gewünscht, neben dem Master AI-Modus, der so ein bisschen die Farben auch boostet, der einfach nur HDR macht, aber der Master AI-Modus, ja, klappt schon gut, und wenn man Fotos mit dem geschossen hat, kann man die dann auch, zumindest war es beim Honor 10 so, auch wieder nachträglich deaktivieren, diesen Master AI-Modus, sodass das halt eben auch ja, eine Option ist für viele Leute, die mal sehen möchten, was jetzt besser ist, der Master AI-Modus, der eingeschaltet ist, oder halt ohne Master AI-Modus. So, das ist so mein kleiner Überblick über das Huawei P30 und die Kamerasoftware. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr Modi, viel, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten in der Software selber. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte in mein Honor 10 Kamera-Review reinschauen. Dort nehme ich die Huawei bzw. Honor-Kamera ganz genau unter die Lupe und stelle euch vor, was man damit alles machen kann. Als Fazit kann man über die P30-Kamera nur sagen: beeindruckend. Scharfe, gute Fotos in fast jeder Lebenslage. Einzig die Superweitwinkelkamera lässt etwas an Qualität vermissen im Vergleich zu den anderen zwei hochwertigen Modulen. Der hybride Zoom funktioniert gut und auch der Rest des digitalen Zooms macht einen ordentlichen Job. Bei dunklen Verhältnissen sollte man sich allerdings nur an die gute Hauptkamera halten und das Zoomen unterlassen, da ansonsten das Rauschen selbst im sehr guten Nachtmodus etwas zu stark sein könnte. Das P30 kann in der Triple-Konfiguration durchaus mit Reisezoom-Kameras mithalten und dank der guten Kamerasoftware gibt es auch genügend Spielereien für kreative Ideen zum Ausprobieren. Es bleibt eine beeindruckende Kamera, die das P30 da hat.